Yeah, willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. Ja, schüttel deinen Besen. So, ui, hier oben ist einfach so viel. Wir müssen noch mal kurz durchklicken. Geht schnell. Schauplätze. Siedlungserweiterung. Elfner Torb ist gewachsen. Zwei Brücken verbinden nun die ursprüngliche Siedlung mit dem neuen Gebiet im Osten. Damit werden neue Gebäude und weitere Aktivitäten und Charaktere verfügbar. Gebäude in diesem Gebiet tragen nicht zu deiner Siedlungsstufe bei. Sehr schön. Zu Hause hat sich was geändert. Wir haben eine Brücke. Das ist ja schon mal was. So, eine Insel der Aale. Alba muss Wigmund stellen und Grantabrücks Gier befreien. Das habe ich, aber ich habe hier diese Flussraubzüge da gerade. Mit Wagen und seiner treuen Truppe erfahrener Joms-Wikinger. So, das lassen wir mal noch ein bisschen, ne? Möchte eigentlich erstmal hier Grantabrücks Gier voll machen. Und Inventar, da hat sich auch einiges getan. Wir haben ja auch hier diesen Helm, ne? Aber wenn ich ihn aufsetze, dann sind die ganzen Sequenzen so, vermute ich. Deswegen lege ich den wieder ab. Boah, und hier, was gibt's da? Da, halt, da drüben. Jägerrüstung. Vergleichen. Ausgerüstet, okay. Die ist ja schon mal besser, ne? Außer es wird... Warte mal. Oh. Wieso steht er nicht da, wie viel ich habe? Komm, wir machen das. Und ausrüsten und Runen. So, da gibt es doch immer die besonderen Runen. An der Jägerhose angebracht. Am Jägerarmschienen angebracht. Jägerrüstung. Habe ich was für die Jägerrüstung? Nicht. Komm, wir nehmen hier... Ne, die 11 Gesundheit bringt mir hier nichts. Die ist ja eh vergeben. Ach, die ist da angebracht. Ja, klar. Okay, das ist logisch. Fernkampf. Ausweichen ist ganz cool, denke ich mal. Oh, hier. Keine Boll... Eine kleine Bollwerkrune. 2,0 Widerstand. Ja, ich nehme das. Jetzt kann man das Ganze nochmal vergleichen. Was hatte ich vorher? Das war die Raben-Clan-Rüstung hier, ne? Achso, er vergleicht ja schon. Ausgerüstet. Ja, auf jeden Fall. Das war ein Sprung nach oben. Kann man erstmal so lassen. So, hier einiges an Runen wieder am Start. Römische Artefakte. Ich bin gespannt, was wir damit später noch machen können. Das sind alles so Handelsgüter, also eigentlich Plunder. Und Fertigkeiten. Hier kann ich jetzt... Was? Nur drei? Ich bin überrascht. Ich hätte mehr erwartet. Viel mehr. Ja, wo gehe ich hin? Gesundheit. Das ist gut. Das ist gut. Und wir verbinden jetzt auch mal hier den Strang. Zack. Stärke 46. Ich gucke da jetzt noch nicht ganz so genau drauf. Und eine neue Fernkampf. Ne, Nahkampffähigkeit. Rennen und packen, Stufe 1. Rechts tief oder recht Trigger. Okay, das ist ganz cool. Aber ich benutze die Sachen viel zu wenig. Ich muss das mal irgendwann üben, dass ich so aus dem Schlaf heraus weiß, was ich drücken muss für welche Attacke. Aber hier kommen ja auch noch einige dazu, ne? Und auch noch eine, ja, in der Stufe. Gut, hätten wir das erledigt. Das musste sein. So, und gehen wir direkt jetzt zu unserer Quest. Wo wäre die denn? Hier oben. Eine Insel der Aale. Und ich habe ja auch noch so viel Offscreen zu machen. Was haben wir denn hier? Da war ich beim letzten Part, aber hatte ich keinen Bock drauf. Und dieses Kloster hier, den Raubzug, ich glaube, den machen wir jetzt mal mit. Wir müssen ja eh da hoch, ne? Auf dem Weg dahin sehe ich jetzt das hier noch. Das können wir auch nochmal mitnehmen. Komm, wieso nicht? Also heißt das hier hin, hier hin, hier hin. Oh, das war ja schon markiert. Und da machen wir die Schnellreise. Ja gut, das war jetzt ein Katzensprung. Egal. Ich hole mal kurz was zu trinken.
Da ist ja nur noch ein Schluck drin. Dann muss ich gleich in die Küche, aber nach dem Part. Ich glaube, ich möchte... Oder wir fahren dahin. Nee, ist gut hier. Komm, übernimm die Führung. Wo war das denn hier nochmal? Oho! Das war ja jetzt aber, ne? Das war doch irgendwie, ne? Zufall. Dachte mir, hier ist ja so nichts angezeigt worden auf der Karte. Dann kannst du ja mal gucken. Durchnässte Schmugglernachricht. Brunwold, ich habe deine Zahlung erhalten und die Kiste mit den Waffen für deinen Mann in Utbech markiert. Er wird erfreut sein, sie sind von höchster Qualität. Unsere Abmachung ist vollzogen. Verbrenne diesen Brief, ich will keinerlei Spuren hiervon hinterlassen. Da war auch noch was. Da. Eine Truhe. Sag mal, das hat er hier oben nicht angezeigt. Ich bin doch hier gerade drüber geflogen, ne? Auf der Map. Ne. Da war noch was? Oder? Ja, Baba. Das war irgendwas anderes. Nicht von Belang. Ach so, jetzt, ja, okay, das war der Reiher. Ich sagte jetzt einfach mal Fischreiher dazu. Ja. Freya. Segel hissen, Säcke. Oh. Das wird ja auf der Map gut angezeigt, ne? Ich glaube, war das nicht so hier bei Assassin's Creed hier in dem Teil irgendwie gerade nicht? Wie viel Prozent man von einem Gebiet hat? Achso, da unten. Ja, unten rechts, ne? Reichtum, Rätsel, Artefakte. Also ich habe hier alle Artefakte, Rätsel und Reichtum. Okay, da sieht man das. Aber in Prozentzahl wäre irgendwie schön. Aber na gut, man sieht ja auch an dem Häkchen für abgehakt, dass das komplett ist. Mensch, wir segeln doch nur hier durch den Nebel. Vor allem, wie könnt ihr mich denn sehen durch den Nebel? Hä? Ah, da war ich doch schon. Zieh! Zieh! La 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 la. Oh, das ging gut. Alte Ruinen. Oh. Achte auf die Zeichen und zünde die richtigen Feuerschalen, um das Tor passieren zu können. Auf was für Zeichen soll ich denn jetzt achten? Wo sind denn hier Zeichen? Das verstehe ich nicht. Okay, ich mach nochmal zurück. Kann dir das mal genauer erklären? Na.
Oh, warte mal. Hier Rabe nicht verfügbar. Das ist ja hier der Pilz in der Mitte. Oder? Was soll ich denn hier machen? An diesem Steinkreis kann ich auch nichts erkennen. Hallo? Hier steht auch irgendwie nichts. So, warte mal. Wenn das das Tor sein soll, gehe ich jetzt mal einfach so davon aus. Die beiden. Nö, das will nicht gehen. Achte auf die Zeichen. Kann ja nicht an meinem Kompass liegen da oben, ne? Dass ich. Guck, weil der Pilz auf dem Kompass, der bewegt sich ja auch. Wenn ich jetzt denke, da geht er nach da. Weil das in der Mitte ist. Zeichen. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Feuerstellen. Genau. Ist ja auch kein Sternbild oder so. Und mein Rabe kann mir nicht helfen. Auf jeden Fall ist da hinten ein Tor. Ja, hier ist... Warte mal, hier ist ja über... Nee, zwei Stück sind das. Das wären ja auch die beiden hier vorne. Alter, was hab ich für Zeug genommen? Das sieht schon krass aus. Oh, warte, das hier ist ja auch noch irgendwas. Hier gibt es noch Säulen. Wir haben da hinten eine Säule. Oh, ich höre was. Ach so. Ah, guck mal, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Oh, sag jetzt einfach, der muss das sein. Das geht nicht durch oder das verschwindet im Wasser. Das muss... Nee, das geht ja nicht. Das kann ja... Das ist ja wieder nicht genau drauf. Was ist das hier? Ich mache jetzt einfach mal so. Als ob... Wie? Ich habe es jetzt nicht ganz logisch rausge... Da ist noch ein Tor. Okay, das waren die drei Tore. Alles klar. Feuer ist ein Segen für den, der von weit her kommt, mit fröstelndem Knie und nach Kost und Gewand sich sehnt. Rätsel abgeschlossen, Fliegenpilz. Grantabrüx, ja. Da gibt es jetzt aber trotzdem keine Hilfe dazu, oder? Ja, man muss halt irgendwie schauen, ne? Hier war ein Tor. Ich glaube, diesmal, das waren wirklich die Tore. Ich habe vorhin für das Tor das genommen, aber als ich zurückgelaufen bin, habe ich gesehen, dass das darauf schließt. Ja gut. Haben wir das. Dann geht's zurück. Aber aufs Boot. Alles im Load auf dem Boot.